Hallo, liebe ZuhörerInnen. Heute gibt es bereits wieder eine neue Folge der Reihe Gespräche mit zauberhaften Gästen. Ich freue mich außerordentlich auf meinen heutigen Gast, Stefanie Hegmann. Sie bringt das interessante Thema die Online-Praxis für Pferdeenergiearbeit mit. Ich durfte bereits dabei sein, als Stefanie über ihr Herzensthema erzählt hat. Da mir das Wohl der Tiere auch stark am Herzen liegt, war für mich sofort klar, dass ich Stefanie unbedingt in meiner Reihe Gespräche mit zauberhaften Gästen dabei haben möchte. Mein Name ist Denise Disler, ich bin Meisterin des magischen Farbenergiecodes. Was dieser alles kann, darauf werde ich am Ende des Gesprächs zurückkommen. Liebe Stefanie, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du meine Einladung angenommen hast und uns deine Energiearbeit mit Pferden näher bringst. Ja, liebe Denise, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Bevor ich dir eine nicht angekündigte Frage stelle, möchte ich, dass unsere ZuhörerInnen erstmal erfahren, wer du überhaupt bist. Ich weiß aus deinen Erzählungen, dass du aufgrund deiner Tiere in die Niederlande ausgewandert bist. Was möchtest du zusätzlich noch über dich erzählen? Auf die eigentliche Arbeit kommen wir dann etwas später zu reden. Ja, also mein Herz schlägt für die Pferde, ja, generell natürlich auch für die Tiere. Und ja, mein Herzenstraum war es eigentlich schon immer, ganz nah bei den Tieren zu sein und natürlich das Pferd im Garten stehen zu haben. Und darum bin ich jetzt vor 4 Jahren mit meinem Mann hier in die Niederlande gezogen und haben die Möglichkeit hier gefunden, ja, halt wirklich das Pferd am Haus zu haben. Wir haben auch noch ein Beistellpferd dazu bekommen und alleine wollen sie ja und sollen sie ja nicht stehen. Und ja, haben dann halt hier jetzt unseren Fuß gefasst und habe jetzt auch Gott sei Dank die Möglichkeit, von hier aus online zu arbeiten. Und so ist dann halt meine Praxis, meine Online-Praxis für die Pferdeenergiearbeit entstanden. Ah, das klingt sehr schön. Also ich stelle mir das auch etwas romantisch vor, dass wenn ich aus dem Küchenfenster blicke und ich direkt auf die Pferde schaue. Ist das Ja, so? das ist so. Das ist wirklich, also es ist wirklich mein Traum und ja, auch den Pferden hier einen schönen Raum zu geben, ne? So, dass sie sich auch wohlfühlen, dass wir uns alle wohlfühlen, denn es nimmt ja auch sehr viel Zeit, diese Pferdeversorgung und so kann man das sehr gut mit seinem Alltag auch kombinieren und ja, muss man natürlich für sein, aber das ist halt dafür klopft mein Herz und ja. Nee, ist alles sehr, sehr schön. Wir fühlen uns sehr wohl und bin einfach sehr dankbar für das, was da ist. Ja. Klingt richtig, richtig toll. Mein Herz geht gerade auch auf. Und ich stelle meinen zauberhaften Gästen immer zu Beginn des Gesprächs eine nicht angekündigte Frage, und zwar damit diese Frage intuitiv beantwortet wird. Und es gibt kein richtig oder falsch, denn es geht alleine um deine Wahrnehmung. Ja. Und hier nun die Frage. Wenn du intuitiv deinem Thema, die Online-Praxis für Pferdeenergiearbeit, eine Frage zuordnen würdest, welche Farbe wäre das und weshalb würdest du diese Farbe zuordnen? Da komme ich sofort auf Gelb, Gelb-Gold. ja, weil von hier, also die Pferdeenergiearbeit ist ja, da geht es ja auch um Licht, um Saubermachen, um wieder in die reine Essenz zu kommen. Und Licht ist für mich einfach Gold, leuchtend, strahlend und darum Gelb-Gold. Ja, Schön. das geht bei mir jetzt auch gerade runter wie ein sonnengelbes, goldiges Öl. Also ich komme da auch wirklich sofort in Resonanz, dass das total die Farbe ist, die dann wirklich noch unterstützt. Sehr schön. Oh, und jetzt zu deiner eigentlichen Arbeit. Erzähle nun gerne etwas, wie du zur Pferdeenergiearbeit überhaupt gekommen bist. Ja, da hat mich dieser junge Mann da im Hintergrund zugebracht.
Denn also ich bin schon seit klein auf an natürlich in Tiere verliebt und habe auch schon seit dem 4. Schuljahr die Möglichkeit gehabt, ja, mit Pferden richtig aktiv in Kontakt zu kommen, weil einfach ja, Pferd war mein Lieblingstier, ist es immer noch. Und bin halt im Voltigieren dann mit den Pferden in Kontakt gekommen bis zu meinem 38. Lebensjahr. Da habe ich dann mein damaliges Pferd, was ich dann auch fürs Voltigieren zur Verfügung gestellt habe, ist dann verstorben und da wollte ich erstmal nichts mit Tieren zu tun haben. Pferden, weil das einfach sehr schmerzvoll war, ja, diese Verbindung, die man dann ja nicht mehr hatte. Und dann, wie das dann so kommt, lassen einen dann ja die Pferde nicht los und dann ist ja, der Stepman in mein Leben gekommen. Und ich war sofort vom ersten Moment an schockverliebt, denn er hat so eine wunderschöne Ausstrahlung gehabt und wirklich so kraftvoll wieder, also wirklich einen Wahnsinns, Eindruck hat er auf mich hinterlassen. Und dann hatte ich die Chance, eine Reitbeteiligung von ihm zu werden und habe das auch dankend angenommen. Und nach einem Jahr ist er dann ganz plötzlich ja, krank geworden. Also er hat eine Kalkablagerung am Hinterbein entwickelt, sodass er von jetzt auf gleich lahmte. Und ja, er war dann natürlich damals für das, wofür er dann von seinem Besitzer angeschafft wurde, auch nicht mehr, ja, nicht mehr gebrauchbar, sage ich jetzt mal einfach, ohne das jetzt zu bewerten. Und da eine Operation damals nicht richtig, ja, oder lohnte sich nicht in dem Sinne, stand nicht zur Frage, gab es zwei Fragen im Raum. Ja, Schlachter oder ist da noch jemand, der wenigstens eine Wiese zur Verfügung stellt, damit er vielleicht noch, wenn er dann keine Schmerzen mehr, also wenn man das irgendwie so hinkriegt, dass er keine Schmerzen hat, dass er dann halt doch noch ein Leben hat. Und er war damals 6 Jahre. Und natürlich, ich war schockverliebt und dann habe ich natürlich gesagt, ja, ich habe eine Wiese, ich hatte noch keine, habe natürlich dann alles in Bewegung gesetzt, dass ich dann eine bekam. Und dann hatte ich natürlich eine Aufgabe. Und so ist eigentlich. Er hat mich dann dadurch, dass wir dann den Weg jetzt zusammengegangen sind, in meine Arbeit geleitet. Denn ich habe immer gespürt, dass wir zusammengehören, immer gespürt, dass wir eine Chance haben, auch jetzt ein gemeinsames, glückliches, schmerzfreies Leben zu haben. Ich wusste nur nicht wie. Und ich wollte natürlich ja auch nicht jede Woche ja, mit Therapeuten kommen lassen. Das ist ja auch eine finanzielle Frage, ne? Und habe dann halt nach alternativen Methoden gesucht, die ich selber anwenden kann. Und ja, und dann ging eine ganze lange Suchreise. Ich habe wirklich in alle Richtungen bin ich gegangen und habe alles an jeden Strohhalm gezogen und habe es eigentlich innerhalb kürzester Zeit geschafft, dass er wenigstens nicht mehr lahmte. Also seinen Körper so stabilisiert, dass er dann halt gegen diese Kalkablagerung quasi gut kompensieren konnte oder kompensieren konnte. Und ja, und dann bin ich halt in diese feinstoffliche Welt reingekommen. Das, was ja eigentlich auch gerade, das gehört ja zu uns, auch zu uns Frauen, ne? Die Empathie, das Gefühl. Und er war da mein größter Lehrmeister. Er hat sofort immer angezeigt, was wirkte, was nicht wirkte und hat mich da so wirklich geschult, dass ich dann mittlerweile dann eigentlich selbst in meine Uressenz wieder reingekommen bin, ne? Das, was wir ja eigentlich haben. Und dementsprechend bezeichne ich ihn auch als meinen größten Lehrmeister. Und da bin ich ihm so, so, so dankbar. Und auch ja, für alles das, was gerade ist. Natürlich haben wir immer wieder unsere Herausforderungen, aber wir können sie nun souverän angehen. Und das ist eigentlich das Schöne. Und Genau. diese Energiearbeit ist dann so entstanden, dass ich einfach eigenständig jetzt mit ihm unterwegs sein kann, aber auch in meiner Meinung gefestigt, weil bin halt immer meiner eigenen Wahrheit auf den Grund gekommen. So dass ich dann auch, wenn dann jetzt irgendwas ist und da kommen viele verschiedene Ratschläge, dass ich dann aber auch sagen kann, okay, super, super Inspiration und bin dann auch sehr dankbar, aber ich kann dann schon den effektiven Weg für mich wählen und für Stepman zum Beispiel dann, was dann uns weiterbringt. Weil man kann ja viel machen, ne? Aber da bin ich dann wirklich habe ich mich sehr gut entwickelt. Also So. verstehe ich das richtig? Also
Das heißt, also das ist jetzt, wie du dazu gekommen bist. Und das ist jetzt wie so, dass wenn zum Beispiel jetzt PferdehalterInnen Probleme haben mit ihrem Pferd und der Tierarzt vielleicht jetzt auch nicht so die Ursache sieht oder denkt, da ist noch was anderes im Spiel, dass sie dann quasi zu dir kommen und du dann mit deiner Methode herausfindest, was wo ist, wo noch Blockaden sein könnten und dann diese lösen kannst. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Also normalerweise ist es ja in der herkömmlichen Schulmedizin, dass man ja den Körper betrachtet und ja, dann kriegt man halt Medikamente oder andere Therapieformen, die dann ja wieder zu Gesundung führen können. Und aufgrund der Tatsache, ja, der vergangenen Jahre habe ich halt immer wieder festgestellt, auch nicht nur an ihm, sondern auch an anderen Tieren, dass die Ursachen von den Krankheiten aus dem feinstofflichen Bereich oder da entstehen. Wenn man die aber nicht früh genug bemerkt oder ja, wahrnimmt, ist das Gleiche, dann kann man halt, dann manifestieren sie sich halt im Körper. Dann sagt der Körper so, hast du immer noch nicht hingeguckt, hast du immer noch nicht bemerkt, dass da gerade was im in der Disbalance eigentlich nur ist, weil letztendlich ist es ja alles Energie, auch der Körper. Und ja, und dann kann man, weil dieser Aspekt, der feinstoffliche Bereich, wenig berücksichtigt wird in der herkömmlichen Betrachtung, kann ich da eine super Ergänzung sein. Also ich sehe das auch nicht apart. Ich sehe nicht das eine schwarz und das andere weiß. Überhaupt nicht. Ich sehe das einfach als Einheit. Und wenn ich natürlich dann die Chance habe, dazuzukommen in diesem Bereich, dann hat man natürlich auch das Pferd oder das Tier letztendlich die Chance, auch ganzheitlich betrachtet zu werden und auf allen Ebenen dann sauber gemacht werden, unterstützt zu werden, sodass es wieder einfach in die volle Kraft kommen kann, ne? Weil da dann entsteht ja wieder Gesundheit. Ja, genau. Das ist ja Ja. wie bei uns Menschen. Das ist ja Ja. genau dasselbe. Genau. Und das Problem finde ich persönlich, also kriege auch schon gerade wieder Gänsehaut, aber ja, Pferde leiden ja still, ne? Also Pferde sind die einzigen Tiere, so ich sag mal Katzen, ne? Du hast ja gerade auch deine Katze, die ging ja im Vorgespräch schon durchs Bild, die kommt sicherlich nochmal wieder. Also die können sich ja anders äußern, wenn es denen nicht gut geht. Sie schreien schon mal oder Hunde bellen schon mal oder wispern oder ja, jammern. Und Pferde, die ja manchmal merkt man auch so Stuten, ne, so die quietschen auch so, sage ich mal so. Aber wenn sie Schmerzen haben und leiden, das machen sie super still. Das sind die einzigen Tiere, die das echt ganz, ganz still machen. Das Wobei Katzen also auch ziemlich still leiden, gerade die Älteren, denen merkst du oft viel zu spät an, dass sie schon mit dem Leiden fortgeschritten sind, weil sich Katzen eben dann auch zurückziehen, respektive einfach wirklich einfach ruhig sind und vielleicht mehr schlafen oder so. Und im Alter weißt du dann auch nicht so die Ursache. Also Katzen sind da schon auch etwas pferdeähnlich. Und mir ist noch in den Sinn gekommen, jetzt während unserem Gespräch, dass du in einem unserer Gespräche, die wir bereits schon geführt hatten im Vorfeld, mal erwähnt hattest, dass du eine ganz besondere Vision hast. Möchtest du etwas darüber erzählen? Ja. Mit der Pferdeenergiearbeit reinige ich ja die Körperschichten quasi, sodass man wieder jetzt farbtechnisch ausgedrückt ist, ein goldener Lichtball ist, also ein ganz saubere Energie wieder hat. Und meine Vision ist es wirklich, diese Lichtpunkte auf der Welt zu verteilen, dass die Welt letztendlich überall so Lichtpunkte hat, Leuchttürme. Lichtflecken, so ein Netzwerk von Licht letztendlich entsteht. Und das kann ich natürlich nicht alleine. Und darum, ja, also ich mache das, was ich kann, aber ich freue mich immer, wenn ich ein Netzwerk aufbaue oder andere Pferdebesitzer in diesem Fall oder andere Menschen inspirieren kann, selbst ein Licht, ein leuchtender Lichtball zu werden, sodass man einfach ja auch eine schönere Welt letztendlich hinterlässt. Lichtvolle Welt. Ich glaube auch, dass das wirklich wieder ein Thema unserer heutigen Zeit ist, weil wir jetzt viel mehr wieder in die Gemeinschaft gehen und zwar nicht aus Eigennutz, sondern wirklich, weil wir die Gesamtheit im Blickfeld haben und dass es eben allen Lebewesen gut geht und nicht nur mir,
als Ja. Erste, sondern eben wirklich übergeordnet allen Lebewesen gut geht. Ja, und wir können ja nur bei uns anfangen, ne? Das ist ja so definitiv, ne? Und ja, wenn man das wenigstens macht, dann steckt man ja auch die anderen wieder an, ne? Wir sind ja auch bei uns angefangen. Und ja, das kommt ja zurück. Also das klingt wirklich alles sehr spannend und ich denke mir gerade bei Pferdehalter und Pferdehalterinnen ist das wirklich so, dass es sind halt wirklich auch sehr große Tiere, sage ich jetzt wieder mit meinem Respekt von diesen großartigen Tieren, dass das wirklich von der Größe her und auch außerordentlich eben wichtig ist, dass auch die Pferde in Balance sind. Weil ich ja auch schon gehört habe, dass auch gerade Pferde uns sehr stark spiegeln. Ja. Ist das so? Ja, letztendlich spiegelt uns jedes Tier, denn die Tiere reagieren ja als Instinkt, die haben ja einen Urinstinkt, ne, und reagieren einfach so auf das, was gerade da ist. Das ist ja so, das ist ja bei Tieren so. Und Pferde sind ja auch Fluchttiere. Und gerade, also wir Pferde, Menschen, wir wissen, das sind voll die Energiechecker, ne? Wir kommen da an und werden mal gescannt. Und dann, wir können uns einfach nicht verstecken vor ihnen. Also die erkennen all unsere Energie und reagieren entsprechend, weil es ist einfach ja, aus ihrem Urinstinkt leben und reagieren und spiegeln sie uns einfach. Sie Ja. reagieren auf alle Energien, also von der Umwelt, von ihrem Stall, von ihren Kollegen, von der Herde, natürlich dann auch von uns. Und wenn wir uns dann mal bewusst werden oder mal uns den Moment Zeit nehmen, die Pferde zu beobachten, dann haben wir ja wirklich einen direkten Spiegel vor uns und können sagen, oh Gott, ah ja, das Pferd will gerade zum Beispiel, dreht den Hintern zu uns und dann habe ich wohl da irgendwie eine Energie an mir, auch wenn ich sie selber nicht gerade wahrnehme, die einfach abstoßend ist, ne? Wo man sich ein bisschen den Rücken zuwendet. Ne? Und Total das, spannend, wirklich sehr ja. spannend. Also es ist sehr schön und wenn man da wirklich mal mehr darauf achtet, kann man so viel auch über sich selber lernen. Und ich persönlich bin ja auch der Meinung, früher waren die Pferde da. Also ja, die haben uns im Krieg geholfen, die haben uns in der Landwirtschaft geholfen und jetzt helfen sie uns definitiv in der persönlichen Entwicklung. Ja. Ja. Also gab es auch da eine Entwicklung, eine quasi eine wie eine höhere Entwicklung, so wie bei uns Menschen auch, einfach parallel. Ja. Und wenn jetzt, also ich nehme an, du machst eben so eine 1:1 Energiearbeit eben mit der Pferdehaltern. Ich habe aber auch mal andeutungsweise gehört, dass du auch schulst. Ja. Was ist das genau? Ja, also diese 1:1 Coaching ist eigentlich wirklich, also ich übersetze ja die, also diese Pferdeenergiearbeit ist, ich übersetze die Frequenz, die gerade wirklich spielt am Pferd. Und ob es dann Blockaden sind, Traumata oder so wie, dann werden sie auch aufgelöst. Und so dass wirklich nachher die volle Kraft wieder da ist und das Pferd wieder in seine Regeneration kommen kann oder einfach in seiner Energie unterstützt wird. Und ich übersetze dann das, was oft auch schon der Besitzer vielleicht unbewusst gefühlt hat, aber nicht greifen konnte. Und dann kommt insgesamt Entspannung auf und ja, wieder ein Energiefluss. Und ich habe, ja, mein Anliegen ist es ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich kann ja das machen, aber nur alleine. Letztendlich, da bin ich ja in meiner Fähigkeit unterwegs. Aber ich würde so gerne, ja, auch die Pferdebesitzer natürlich inspirieren, da eigenständiger zu werden, auch wieder auf ihr Gefühl zu hören und da aus diesem Herzensanliegen da wirklich meine Vision dann letztendlich auch anzustupsen, dass die Welt ein bisschen lichtvoller wird und auch eigenständiger, selbstbewusster und selbst in der Selbstverantwortung geht, starte ich jetzt ab Ostern, ab dem 2.4.2024, ein Online-Begleitprogramm, dass ich die Besitzer quasi an die Hand nehme, ein halbes Jahr. Und dann werden wir ja, deren Energie immer wieder im Bestand aufnehmen, gucken, was spielt gerade. Also ich helfe ihnen dann in der Übersetzung, aber letztendlich helfe ich ihnen,
dann selber ins Gefühl zu kommen, beziehungsweise in ihre eigene Stärke, also in ihre Energie, ihre eigenen Lösungen zu finden. Dass man eigentlich so den Weg, den ich dann ja auch gegangen bin, ein bisschen effektiver gehen kann. Ich zeige dann Methoden, aber jeder hat ja andere Fähigkeiten. Der eine ist vielleicht mehr in der Hellsichtigkeit, der andere hat gar keine besonderen Fähigkeiten, aber trotzdem ist die Energie ja Bestandteil von uns und wir können damit umgehen. Und da unterstütze ich dann halt, eigenständige Lösungen für sich zu finden, dass man halt bei den folgenden Situationen, Hindernissen oder Herausforderungen souveräner umgehen kann und seine Energie und die auch vom Pferd letztendlich, weil wenn wir ja zum Pferd kommen, ist ja schön, wenn wir so rein wie möglich kommen, ne? Und das Pferd nicht noch mit unserer Energie belasten, sondern sofort in der Essenz unterwegs sein können, die ja dann gerade, also in der optimalen Essenz, also diese hundertprozentige Essenz, da muss man ja ein bisschen dran arbeiten, aber wenn man einmal so da den Weg gefunden hat, dann kann man sehr eigenständig und dauerhaft auch kraftvoll unterwegs sein. Und das ist mein Anliegen. Dauerhaft leuchten halt, ne? Finde ich wirklich einen ganz tollen Ansatz, vor allem, weil es einem die Möglichkeit gibt, in die Eigenermächtigung zu kommen. Ja. Heißt, wenn jeder auf, bei seinen Stärken eben unterstützt wird, das merkt man ja bei allen Dingen, die man tut. Dort, wo man eben seine Stärken hat, dort bleibt man dran, dort entwickelt man sich weiter. Und wenn du das natürlich in dieser Ausbildung machen kannst, finde ich das ein Wahnsinnspunkt. Weil das so oft nicht anzutreffen ist, dass dann auf die einzelnen Persönlichkeiten eingegangen sind und du sie so unterstützen kannst. Das finde ich wirklich ein total schöner und meiner Meinung nach auch ziemlich neuer Ansatz. Also ich drücke dir beide Daumen, weil das klingt wirklich total spannend und ich denke mir, die Pferde werden alle sehr dankbar sein, wenn es ihnen danach besser oder noch besser geht. Ganz tolle Arbeit. Und ich werde danach am Schluss dann des Interviews dann noch in die Shownotes reingeben, wie man dich erreichen kann. Und dann schreiben wir auch nochmals hin, wann diese Ausbildung beginnt. Denn das ist ja, habe ich jetzt gerade gemerkt, das ist ja gar nicht mehr so weit weg. Das beginnt ja schon Nee. ziemlich bald. Ja. Ja, also das ist der Start, dass ich das jetzt überhaupt anbiete. Und man kann aber nachher immer zu gewissen Zeiten dann einsteigen. Es ist dann auch ein Gruppenprogramm, denn Ja. ne, man kann ja dann auch voneinander lernen. Es steht eine Community, wo man sich untereinander dann auch austauschen kann. Das ist einfach sehr, sehr viel wert. Ja. Und das ist etwas, das habe ich jetzt auch im letzten Jahr lernen dürfen, dass das nicht zu unterschätzen ist, was so eine Gruppendynamik alles noch viel verstärken kann und dass man einfach von den anderen, wir lernen jedes Mal von auch von anderen Fällen. Wir nehmen immer wieder irgendetwas mit. Ja. Das ist ganz was Tolles. Ja, nee, das stimmt. Und oft sind es dann auch Sachen, die man dann bei den anderen sieht, wo man gar nicht bewusst ist, dass einem das ja auch gerade, oder man hat vielleicht vorher diese Frage noch gar nicht gehabt und stellt fest, indem der andere was erzählt, oh Gott, ja, das habe ich ja auch. Ne? So, also da Ja. ist wirklich so eine super Dynamik drin, die ist wirklich, wirklich sehr, sehr wertvoll. Ja. Ja, schön. Also lieber Stefanie, es war für mich wieder total spannend, von deiner Pferdeenergiearbeit zu hören. Und auch vielen Dank für deine Ausführung. Und eigentlich haben wir ja uns über den magischen Farbenergiecode besser kennengelernt. Und was für dich die Pferdeenergiearbeit ist, ist für mich das Entschlüsseln des magischen Farbenergiecodes. Denn ich zeige den Menschen ihre Grundenergie sowie Seelenfarbenenergie auf, damit sie einen Kompass haben, um sich selber besser kennenzulernen. Möchtest du kurz erzählen, wie es für dich war, deine Farben kennenzulernen und was du für dich daraus mitnehmen konntest? Ja, sehr gerne. Und wo ich dann von deinem Farbenergiecode gehört habe, da hat mich das irgendwie angefixt und da habe ich gedacht, nee, da muss ich jetzt mal eben fragen, ja, ne, ob wir da zusammenkommen können und so weiter und ob du mir da auch meine Farben übersetzen kannst. Und ich fand es so wirklich beeindruckend, wie klar die Farben beziehungsweise auch deine Übersetzung dann der Farben
ja, wie klar das rüberkam. Denn oft sind so Übersetzungen, wenn man so auf der Suche nach sich ist, da muss man erstmal wieder überlegen und noch rein sich reindenken. Aber bei dir war das so klar und deutlich übersetzt, wo ich einfach also wirklich baff war. Ja, das ist es jetzt schon und das ist genau 100% passte wirklich wie Faust aufs Auge. War einfach eine super schöne Zusammenfassung von dem, was ich ja eigentlich schon also mühevoller Arbeit in den letzten Jahren gemacht habe. Und das fand ich jetzt für mich persönlich so eine tolle Bestätigung. Wow, ich bin gut unterwegs. Auch gerade jetzt so mit diesen neuen Plänen, die man dann ja im Kopf hat, dass ich dann auch wirklich meinen Seelenweg, weil du übersetzt ja auch die Seelenfarbe, dass ich denen wirklich richtig folge und das auch mit dieser neuen Idee, dass ich ja die Leute unterstütze, in ihre Fähigkeiten und zu kommen, beziehungsweise dann auch deren Licht, also das Wissen weiterzugeben, so. Das stand da auch drin und das habe ich gedacht, wow, cool, ich bin richtig unterwegs und da bin ich dir so dankbar für dein Talent, das auch so wirklich super toll herauszuziehen, denn eine Farbe hat ja ganz viel Aussagen und du bringst das ja so individuell auch auf den Punkt, ne? Und du hast mir auch mal erklärt, wenn jetzt zwei Personen die gleichen Farbe haben, aber jeder lebt sie ja anders aus. Und das kannst du super herausholen. Das hat mich sehr fasziniert, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe auch hier richtig Gänsehaut, weil das so stimmig war. Ne? Ja. Vielen, vielen Dank für dein Feedback. Und mir ist auch deine Reaktion in Erinnerung geblieben, weil du so wirklich so aus tiefstem Herzen gesagt hast, jetzt weiß ich, dass ich richtig bin. Ja. Kriege auch wieder Gänsehaut. Also das war echt so, das war einfach schön, ne? Also jetzt genau gehe ich mal direkt auf hier den wieder zurück. Ich habe dann dich ja auch gefragt, sag mal, wenn du das für mich machen kannst, kannst du das ja nicht auch dann auf die ja für mein Pferd machen, ne? Weil warum nicht? Es ist ja auch ein Wesen, es ist ja die Übersetzung der Seelenfarbe. Also ich verbinde mich ja auch mit der Seele. Und ja, und da war ich natürlich sehr neugierig, denn ich habe ja bei ihm von Anfang an gespürt, ob ich beziehungsweise dass wir ja zusammenpassen. Aber hätte man uns so in den letzten Jahren so mal ohne irgendwie mal betrachtet, dann hätte man gesagt, ihr passt nicht zusammen, weil wir sehr viele Disbalancen zusammen hatten. Und ich auch oft an mir gezweifelt habe, boah, schaffe ich das überhaupt? Und weil er ist einfach ein Urpferd, er ist die Uressenz vom Pferd, also lässt sich nicht so unbedingt domestizieren, wie wir es gewohnt sind, ne? Und da aber dann die Geduld zu haben und letztendlich habe ich ja auch mein Herz gehört. Und das hast du mir auch noch mal in den Farben. Also du hast es dann ja mit ihm dann auch noch mal gemacht und da kam ja so raus, dass wir ja so super zusammenpassen und wir Seelengefährten sind. Und das war für mich so berührend, weil du mich dann noch mal wieder bestätigt hast und ja, dass ich einfach richtig gefühlt habe. Ne? Und das hat mich eigentlich auch so ein bisschen an ja, meine Arbeit wieder erinnert, weil ich bin ja auch nur die Bestätigung von den Pferdebesitzern. Die fühlen ja alles. Aber man ist sich einfach nur unsicher, ne? Ich bin schon sehr sicher, aber es ist einfach immer sehr, sehr schön, wenn man die Bestätigung bekommt. Und die habe ich jetzt in dem Fall von dir bekommen. Ja, und ich gebe auch rückwirkend zu, dass ich im ersten Moment ziemlich perplex war, als du mich das gefragt hast, weil meine Arbeit bisher, also von den Farben her, immer wirklich auf der Arbeit mit Menschen beruht hat. Ich habe schon auch mit Tieren gearbeitet, aber auf einer anderen Schiene. Und das war für mich natürlich auch äußerst spannend. Funktioniert das überhaupt? Weil ich musste natürlich das System dann total drehen. Und zwar für mich so schön zu sehen, eben weil ich gemerkt habe, dass es wie so innere Fragen von dir noch beantwortet hat. Und da ja du sehr gut im Fragen stellen bist, hast du ja eben auch gleich gesagt, und wenn man jetzt deine Farben nehmen würde, plus die vom Pferd, was siehst du so in Verbindung? Und dort haben wir eben feststellen dürfen, dass du wirklich genau die richtige Person für Statement bist,
weil du eben auch diese intuitive Art, deine intuitive Arbeit sowie auch dein inneres Wissen, dass du mit dieser Voraussetzung wirklich prädestiniert bist, mit ihm diesen Weg zu gehen. Das war für mich so eine schöne Verbindung, einfach so zu sehen, wie sich da dieser Kreis schließen darf. Das war wunderschön für mich zu sehen. Ja, ich habe auch Gänsehaut. Ja, sehr schön. Also liebe Stefanie, also ich danke dir ganz herzlich. Die Zeit flitzt wie nur etwas. Ich danke dir ganz herzlich für dieses lebhafte Gespräch. Und ich kann wirklich jeder Person nur empfehlen, zum Beispiel mal an einem deiner Infoanlässe dabei zu sein, um noch vertieft in deine Arbeit reinschnuppern zu dürfen. Oder wenn man überzeugt ist, einfach direkt sich bei dir zu melden mit Fragen für die Energiearbeit oder wenn bereits schon ein Thema vorherrscht mit dem Pferd. Ja, also mich kann man einfach alle 3 Wochen, circa alle 3 Wochen in den Pferde-Energy Talks kennenlernen. Meine Arbeit, die kann man dann wirklich erleben. Es ist eine interaktive Sache. Und da ist jeder einfach recht herzlich eingeladen. Und dann kann man sich einfach mal einen Eindruck verschaffen. Okay, ich werde dann auch noch gleich dann das Datum der nächsten 2 oder 3 Pferdetalks dann reinstellen, damit man das dann auch gleich sieht. Ja, danke Also, schön. liebe Stefanie, ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich für dieses, ich finde auch sehr energievolle und aufbauende Gespräch. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du heute dabei warst. Ja, ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich, liebe Denise, denn ja, immer wenn wir zusammen reden, da entsteht einfach eine schöne Energie. Und ja, ich freue mich auch da, ja, meine Erfahrung mit dir natürlich erzählen zu dürfen, zu können. Und an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Stephanie und ich wünschen euch jetzt allen einen wunderschönen und energievollen Tag. Tschüss, bis bald.